Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wir sind von oben rein und jetzt geht es noch einmal durch die Höhle retour. Wilder Ofen, Lieferanteneingang, die erste Vorsicht aufpassen, hier wird es eng. Schauen wir mal, Taschenlampe ist jetzt, ist sie eingeschaltet? Ja, tatsächlich. Man sieht, dass man nichts sieht. Ah, jetzt sieht man was. Sehr gut. Sehr gut, also hier kommt so richtig dieses Ice Age Feeling, Höhlenbärfieber kommt hier hoch. Ganz, ganz entrischer Platz. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Ja, hier ist das Badezimmer, glaube ich. Ich glaube, da regnet es gelegentlich hinein. Schaut stark aus. Hier geht es dann hier rauf. Sehr schöner Platz hier. Ja, ja, da haben wir, upsala, ne? Einen Fuß vor den anderen. Hier ist dieser große Einbruch, weil das Drum da ist gewaltig da. Schauen wir hier vorbei. Schon sehr beeindruckend hier. Sehr, sehr schön. Hier diese kleine Mauer. Ja, da hinten ist so ein kleines Versteck. Haben wir auch einmal was deponiert dort. Naja, ja, Taschenlampe brennt. Gut zu wissen, man sieht zwar nichts. Das ist so eine Nische. Hier hinten ist auch noch so ein, das geht dann noch so 15 Meter nach hinten. Und hier ist eben die Haupträumlichkeit mit Abzug. Also hier besteht halt furchtbare Brandgefahr. Also wenn hier ein Feuer entzündet wird, brennt natürlich der ganze Wald, logisch. Und man sieht, hier gab es schon hunderte Feuer, die entfacht wurden. Gut, wollte ich euch kurz zeigen, Wilder Ofen. Und jetzt geht es wieder weiter Richtung fürs Lauhütte, so wie die heute noch erreichen sollten. Ende. So. Ach so, das ist der Video. Ne? Ja, offizielles Video. Ende, Ende. Es ist so ein herrliches Wetter heute. Ja, Wahnsinn. Schönes Wetter. Ja, genau. Angenehm und trocken. Ende.